Artikelnummer SCP-804. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-804 verbleibt so lange an seinem ursprünglichen Standort in Alaska, bis seine mimetischen Eigenschaften nachweislich verschwunden sind. Seine Reaktivierung wird durch das den natürlichen Elementen ausgesetzt sein derzeit verhindert. Eine Tarnplane mit einer Fläche von 30x30 Metern muss über SCP-804 gelegt werden. Eine Anlage für bewaffnete Wachposten sowie für Testzwecke ist in 130 Metern Abstand zu errichten und zu unterhalten. Eindringlinge werden zunächst mit A-Klasse Anästhetika behandelt und dann zur nächstgelegenen Stadt überführt, beziehungsweise je nach Ermessen der Sicherheitskräfte vor Ort terminiert. Sollte das Gerät Ziel feindlicher bewaffneter Truppen werden, beziehungsweise in deren Hände fallen, so ist Notfallplan 804-X auszuführen. Beschreibung: Bei SCP-804 handelt es sich um die Überreste einer Kunstinstallation mit dem Titel A World Without Man, die von der nicht mehr existierenden Künstlergruppe Unalmat Paramasta Mailmasta, zu Deutsch die Träume von einer besseren Welt, am 2000 enthüllt wurde. Laut der Beschreibung, welche während den Aufräumarbeiten von der Webseite der Künstler heruntergeladen und anschließend gelöscht wurde, bestand SCP-804 ursprünglich aus einer großen, klaren Erdkugel mit mehreren kleineren Kugeln und Videoausrüstung darin. Werbematerial auf der Webseite implizierte, dass der Globus Bilder der von der Menschheit unberührten pastoralen Wildnis zeigen und diese in Kontrast zu Bildern verlassener menschlicher Industrieanlagen und verfallenen Wahrzeichen setzen sollte. Nach der Aktivierung vor einem kleinen Publikum von prominenten Umweltaktivisten und Künstlern aus der nahegelegenen Gemeinde begann SCP-804 seine zerstörerischen Eigenschaften zu offenbaren. Man kann nur spekulieren, ob der Effekt des Geräts beabsichtigt war oder nicht, da die an seiner Konstruktion Beteiligten während des Vorfalls ums Leben kamen oder im Anschluss untergetaucht sind. Während die Kugeln innerhalb von SCP-804 anfingen sich zu drehen, begannen alle menschengemachten Artefakte innerhalb von ca. 100 Metern schnell zu zerfallen, bis sie sich vollständig aufgelöst hatten. Der Effekt betraf alles, von Maschinen über Gebäude, Kleidung, Kunststoffe, synthetische, chemische Verbindungen bis hin zu simplen Werkzeugen wie einem angespitzten Holzstock. Je länger das Gerät aktiv war, desto größer wurde der Wirkungsradius und desto stärker wurde der Effekt am Ursprung. Menschliches Gewebe ist ebenfalls von einer etwas langsameren Rate des Zerfalls betroffen, was dazu führte, dass die Opfer zunächst Körpermasse verloren und abmagerten und schließlich einen Zusammenbruch des Skeletts erlitten, was zum Tod führte. Der Körper der Opfer zerfiel kurz darauf in seine Bestandteile. Nichtmenschliches Leben ist völlig unberührt von diesen Auswirkungen. Personen, die aus dem Wirkungsbereich entkommen, leiden an Symptomen, die einer anhaltenden Unterernährung ähneln, können aber mit der richtigen Pflege zu ihrer vollen Gesundheit zurückkehren. Wäre SCP-804 vollständig immun gegen seine eigene Wirkung gewesen, hätte es das Potenzial gehabt, innerhalb weniger Wochen alle Spuren der Menschheit von der Erde zu tilgen. Vergleicht man die beobachtete Zerstörungsrate bei der ursprünglichen Aktivierung zu der aktuellen unter Testbedingungen, so wurde die Wirksamkeit von SCP-804 durch den selbst zugefügten Schaden beeinträchtigt. Trotzdem stellt ein anhaltender Gebrauch immer noch eine extreme Bedrohung dar, insbesondere im Fall, dass das Gerät irgendwie verbessert oder repariert werden sollte. Aufgrund der Umstände, unter denen SCP-804 gesichert wurde, wird fest davon ausgegangen, dass das Gerät auch eine Form des mentalen Zwangs auf diejenigen ausübt, die es betrachten. Untersuchungen, ob diese Eigenschaft auch durch den selbst zugefügten Zerfall beeinträchtigt wurde, laufen aktuell noch. Ebenso wird noch erforscht, wie dieser Effekt eingedämmt werden könnte. Weitere Informationen finden Sie im Bergungsprotokoll. Bergungsprotokoll SCP-804. Etwa 5 Minuten nach der Aktivierung erreichte der Effekt von SCP-804 die nahegelegene Gemeinde. Bürger, die nicht an der Kunstausstellung teilnahmen, reagierten zunächst in Panik und tätigten mehrere Notrufe. Aufgrund der extremen Abgeschiedenheit der Stadt kam die erste Antwort von einem kleinen, einmotorigen Flugzeug, welches etwa 30 Minuten später am Ort ankam. Obwohl das Flugzeug in das Wirkungsgebiet des Objektes eindrang und schnell verloren wurde, übermittelte der Pilot noch eine Funkmeldung, die die schnelle und vollständige Zerstörung der Gebäude der Stadt beschrieb. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Foundation auf die Situation aufmerksam und es wurden Agententeams zur Untersuchung losgeschickt. Als die Agenten vor Ort ankamen, war SCP-804 fast 8 Stunden lang mit Unterbrechungen aktiv gewesen. Als Ergebnis fehlte jede Spur der Stadt oder jede andere Form der menschlichen Zivilisation in einem Radius von Bei der Ankunft war eins der Flugzeuge sofort von den Effekten betroffen, aber glücklicherweise konnte die Besatzung eine Notlandung durchführen, bevor die physische Struktur des Flugzeugs um sie herum zusammenbrach.
Leider zerfiel auch ihre Ausrüstung und Kleidung schnell, was sie der extremen Kälte des nördlichen Alaskas aussetzte. Infolgedessen mussten 6 Agenten wegen Unterkühlung behandelt werden, aber es wird erwartet, dass alle ohne dauerhafte Schäden in den Dienst zurückkehren können. Nachdem die Besatzung des abgestürzten Flugzeugs geborgen werden konnte, wurde das Gebiet von den Agenten eingegrenzt und das Epizentrum von SCP-804 beobachtet. Die überlebende Bevölkerung von hatte sich um die Überreste der Vorrichtung geschart. Alle beobachteten Subjekte zeigten Zeichen starker Abmagerung und schwerer Hyperthermie. Das dauerhafte Ausgesetztsein hatte die Wirkung von SCP-804 nur noch verstärkt und viele Subjekte wiesen fehlende Finger- oder Gliedmaßen auf. Die Überlebenden näherten sich dem Gerät in Gruppen von 2 bis 3 Personen, um den einzigen verbliebenen Globus im Gehäuse von SCP-804 zu erreichen und diesen zu drehen, um so seine Wirkung aufrechtzuerhalten. Wenn ein Subjekt schließlich zusammenbrach und verschied, trat ein anderes aus der Menge der Zuschauer nach vorne und schlurfte zum Objekt, um seinen Platz einzunehmen. Es wurde beobachtet, wie die Überlebenden diejenigen, die die Sphäre drehten, bejubelten und ermutigten, bis sie schließlich selbst an der Reihe waren. Diese manuelle Bedienung reichte jedoch nicht aus, um auch nur den Wirkungsradius des Geräts aufrechtzuerhalten, den es erreicht hatte, bevor es Selbstbeschädigungen erlitten hatte. Den Agenten vor Ort wurde von O5 die Genehmigung erteilt, das Feuer auf die Menge zu eröffnen. Obwohl Kugeln den gleichen Zerfall erfuhren wie jedes andere Artefakt, war ihre Geschwindigkeit ausreichend, um tödliche Wunden zu verursachen. Als sich der Globus von SCP-804 nicht mehr drehte, endete sein Effekt und die Agenten konnten sich nähern und das Gerät sichern. Die Überlebenden versuchten Widerstand zu leisten, hatten aber nicht die Kraft, die Agenten zu behindern. Nachdem sie aus dem Areal um SCP-804 entfernt worden waren, begannen sie desorientiertes Verhalten zu zeigen. Da es in der Nähe nicht mehr genug Unterschlüpfe gab, welche Platz für alle Überlebenden hätten bieten können, entschieden sich einige von ihnen, sich schlicht in den Schnee zu legen und zu sterben, während andere gezielt versuchten, die Agenten zur Anwendung tödlicher Gewalt zu provozieren. Diejenigen, die in Gewahrsam genommen werden konnten, weigerten sich, Fragen zu beantworten und wehrten sich gegen jede Form der Pflege, sodass sie sich nicht von ihrem physischen Verfall erholten. Da das harsche Klima des nördlichen Alaskas durch das Einfrieren der verbleibenden Maschinerie scheinbar ausreicht, um SCP-804 zu deaktivieren, wurde beschlossen, das Gerät zusammen mit Daten gelöscht vor Ort zu verwahren. Wachposten wurden installiert, um den unwahrscheinlichen Fall vorzubeugen, dass eine feindlich eingestellte Gruppierung versuchen könnte, das Gerät für sich selbst zu beanspruchen. Nachtrag: SCP-804 darf so lange nicht in einer Foundation-Einrichtung verwahrt werden, bis sichergestellt ist, dass wir verhindern können, dass jemand den Impuls verspürt, den Globus rotieren zu lassen. Schon ein paar Minuten könnten bereits zur Zerstörung der Verwahrung des Objektes und jeder anderen Verwahrung in der Nähe führen. Notfallplan 804-X. Daten gelöscht. Mimetischer Forschungsbericht, überarbeitet Juli 2011 von Dr. Johannes Sorts. Dies ist die dritte jährliche Überprüfung von SCP-804 auf eine übernatürliche mimetische Komponente ohne nennenswerte Ergebnisse. Es ist an der Zeit, die Kontroverse über die mimetischen Eigenschaften von SCP-804 ein für alle Mal zu beenden. Ja, SCP-804 besitzt mimetische Eigenschaften und ja, diese Eigenschaften waren dafür verantwortlich, die Überlebenden der Aktivierung dazu zu bringen, sich für das Funktionieren des Geräts zu opfern. Aber an diesen mimetischen Eigenschaften von SCP-804 gibt es nichts besonders Virulentes oder Gefährliches. Nur wenige ausgewählte Persönlichkeitstypen, die im beigefügten Bericht beschrieben werden, zeigen den Wunsch, das Gerät zu reaktivieren. Am bemerkenswertesten sind dabei die Soziopathen oder der D-Klasse, die sich ähnlich amüsieren, wenn sie mit einem großen roten Knopf präsentiert werden, auf dem alles töten steht. Wir haben das alles falsch eingeschätzt. Es gibt keinen magischen Zwang, der so viele Menschen dazu bringen könnte, sie selbst auszulöschen. Das braucht es auch gar nicht. Alles, was wir während der Bergung beobachten konnten, lässt sich die alltägliche Gruppendynamik und die menschliche Natur erklären. Das Gerät hatte alle Spuren der Arbeit und der Existenz einer einsamen Künstler- und Aktivistengemeinschaft ausgelöscht. Gebäude zerbröckelten so schnell zu Staub, dass bei dem Einsturz nicht einmal jemand verletzt wurde. Und im Mittelpunkt der ganzen Sache drehte sich ja World Without Man auf seiner immer wackeligeren Plattform und bot eine tödliche Prämisse, die ihm als ideal präsentiert worden war. Ein Heilmittel für den Virus, bekannt als Menschheit. Warum hat also eine Gruppe von Aktivisten sich und ihre Nächsten in das tödliche Uhrwerk einer Maschine gestürzt, von der sie dachten, dass sie das ganze menschliche Leben von Mutter Erde entfernen würde? Ja, ganz einfach. Sie wollten es.